dann ist es einfach ein asozialer Move. Nee, wirklich nicht gut. Wirklich nicht gut. Es ist mir fragwürdig, wie man denken kann, dass das eine sinnvolle Antwort ist. Eben gab es eine Doni, die hat gesagt, hey, weißt du Bescheid über Katja und ihre Disses gegen Dieter Bohlen? Und lasst uns dazu mal ihr aktuelles TikTok gucken. Aber bevor wir das gucken, ich glaube, Valulis hat eine ganz gute Zusammenfassung über die Situation gemacht. Und nur damit alle auf demselben Stand sind, skippen wir da jetzt einmal durch. Gucken uns einfach an, was ist passiert. Was war los? Die meisten haben es mitbekommen, aber ich denke mir einfach, ich zeig noch mal, was Ambach ist. So. Was war der Grund? Es gab eine Person namens Jill Lange, oder die gibt es immer noch, aber die war bei Germany's Next Top. Ach, Quatsch, was laber ich denn für eine Scheiße, Digga? Ich bin so durch, ey. Oh Mann, ey. Ey, wirklich, ich fange diesen Stream an und ich laber nur Scheiße. Die war ey, die war bei Deutschland sucht den Superstar. Und sie hat da mitgemacht und sie hat da mehrere Songs gesungen. Und dann wurde aber mehr thematisiert, dass sie, ja, Chat, mega, ja, falsch gesagt. Dann wurde aber eher thematisiert, dass sie in Shows mitgemacht hat, wo sie mehrere Dudes irgendwie hatte. Was war der Grund, dass ihr beiden in solche Formate gegangen seid? Also ich habe Abitur gemacht und danach dachte ich mir so, was machst du jetzt? Ich wollte noch irgendwas Cooles machen, Abenteuer erleben. Und das Hauptargument war das Fame. Aber das heißt, du hast auch mit mehreren Männern was gehabt? Ja. Wie kommst du damit klar? Und das ist schon ein bisschen fehl am Platz, wenn sich jemand ernsthaft bei einem Gesangscasting irgendwie vorstellen möchte, dass man dann so stark in den Fokus rückt, irgendwie so, hey, ne, die hatte ja mit mehreren was, wie ist es bei dir, wie findest du das, was sagt ihr dazu und so. Ist schon ein bisschen weird, das zu machen, aber Dieter Bohlen hat dann den Vogel abgeschossen, indem er wirklich, ja, wirklich sehr, sehr schon beleidigend war. Also schon sehr unfreundlich. Dass Jill Lange in solchen Shows war, hat Bohlen dann schließlich so kommentiert. Hast du auch irgendwas vernünftig, also Normales gemacht irgendwie oder hast du nur Abi und dann dich durchnudeln lassen? Und das Ding ist, wenn du so ein alter weißer Mann bist und da kommt eine junge Frau und kommt für ein Casting zu dir und du haust so Sprüche raus, hast du auch was Vernünftiges gemacht oder hast nur Abi gemacht und dich dann durchnudeln lassen? Dann ist das einfach ein asozialer Move. Wow. Das ist einfach nicht nice. Das ist einfach ins Klo gegriffen. Das ist einfach reingeschissen. Und da gibt's auch nichts Großes drüber zu diskutieren. Ist einfach reingeschissen so. Jetzt könnte man ja einfach sagen, oh Leute, ey, ne, ich bin edgy manchmal in diesen Sachen. Ich will auch manchmal edgy sein, weil das ist irgendwie das, was die Sendung auch funny macht. Ich bin da total übers Ziel rausgeschossen. Sorry, guys. Ich entschuldige mich bei ihr. Das könnte man ja sagen. So. Das könnte man ja sagen und da könnte man sich dafür entschuldigen. Aber das ist nicht passiert. Und was stattdessen passiert, das sehen wir jetzt. Aber erstmal, was hat denn die Jill Lange danach gesagt? Ja, und das hat sie gekränkt. Sag mir, dass ich nicht singen kann, sag mir, dass ich mich anhöre wie eine heulende Hyäne. Damit kann ich umgehen, aber Dieter ist persönlich geworden und da wurde nicht alles gezeigt. Das muss ich hier auch einfach mal sagen, weil das sind Sachen, die gehen nicht. Für Jill Lange vermitteln Pietro. Genau, zuerst hat Dieter wohl gar nichts gesagt zu der ganzen Thematik. Er hat irgendwas gerepostet in seiner Story. Ich skippe mal so ein bisschen durch, ne? Weil ich hatte das Video schon gesehen von Valulis Daily. Er teilt lediglich Kommentare wildfremder Menschen, die ihm zustimmen. Ich finde es bemerkenswert, dass Dieter sich da weiter treu bleibt. Und Jill Lange kaufe ich diese Heulerei auch nicht ab. Also das ist irgendein Random, der das geschrieben hat. Und Dieter Bohlen hat das halt gerepostet. Dieter Bohlen hat aber nichts zu der Sache gesagt. Er hat nicht irgendwie gesagt so, also das hat er nicht selbst gesagt, sondern er hat das gerepostet. Was auch wieder so eierlos ist. Digga, ohne Scheiß. Entweder halt dein Maul und sag gar nichts oder hab halt einen Standpunkt, aber sich so zu verstecken vor den Standpunkten von anderen und die so zu pushen, weiß ich nicht, Digga. Einfach ein Ticken unangenehm, ein Ticken unangenehm, wirklich. Dann hat Katja was dazu gesagt. Denn Katja sitzt ja auch in der Jury von Germany's Next Topmodel. Ach, Digga, warum sage ich denn immer falsch? Oh, Mann. Ey. Von
DSDS von Deutschland sucht den Superstar. Und sie hat schon, während es um diese ganze Thematik ging, dieses, hey, du hast ja auch was mit mehreren Männern, was? Hattest du da was mit mehreren Männern? Wie kommst du damit klar? Da ist sie schon reingegrätscht und hat so gesagt, so, yo, das klingt hier nach Fragen, so als wäre das was Schlimmes. Das ist überhaupt nichts Schlimmes so. Also sie hat da schon ein bisschen Rücken gegeben so, ohne jetzt zu krass gegen die anderen zu shooten. Aber als es dann so rauskam, ja, hat sie dann einen kleinen Diss-Track gegen Dieter Bohlen gemacht. Und das klang dann so. Ich sitz nicht in Jurys rum für ein paar hundert K, sondern um Bitches zu verteidigen, das war's. Erzähl einer Bad Bitch nicht, was sie niemals wird, nur weil sie Bad Bitch ist. Da sitzt eine Multimillion Bad Bitch neben dir am selben Tisch. Nee, das ist Markus. Hallo. Ja. Sunset-Shaming wieder mal vor wie gewohnt. Ich trage am liebsten gar nichts außer meiner Vorbildfunktion. Boy, durchgenudelt ohne Abitur, verdammt. Aber läuft ganz guter Plan. Ja, heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars. Womit sie faktisch recht hat, also womit sie einfach faktisch recht hat, ihr Arsch hat mehr Relevanz als ja diese, ich weiß gar nicht, wer da noch entstanden ist aus dieser DSDS-Show, aber es ist halt einfach Fact, ne? Es ist nicht mal einfach ein übertriebener Flex, sondern es ist einfach nur eine nüchterne Tatsache. Wow. Ach so, hier hinten sieht man noch ein Statement von RTL. Genau, weil RTL ja auch kritisiert wurde, unter anderem eben auch von Jill Lange, weil Jill Lange veröffentlicht hat, dass sie sagte, dass von drei Songs, die sie gesungen hat, nur der schlechtest vorbereitetste sozusagen, der letzte Song, mit reingeschnitten wurde und die anderen beiden nicht. Das war ihre Aussage. Und das kam so in der Sendung halt überhaupt nicht rüber, sondern es wurde halt so geschnitten, als würde sie hinkommen und wirklich diesen einen Song singen und den hat sie vorbereitet und sonst nichts. So wurde es halt geschnitten. Und ihrer Aussage nach sozusagen waren da halt noch zwei weitere Songs, die eigentlich viel, viel besser waren. Aber es wurde dann so ein bisschen, also ihre Unterstellung war halt, dass es so geforst wurde, dass sie möglichst schlecht auch dargestellt wird. Kann ich jetzt nichts zu sagen, aber ist jetzt auch nicht völlig unplausibel, wie es mir scheint. Und RTL hat dazu dann Folgendes gesagt. Ja, außerdem ist es halt, kann man RTL dafür kritisieren, dass sie so einen Shit senden und nicht irgendwie einordnen oder rausschneiden oder weiß ich nicht. Also da hätten sie ja vieles machen können. Sie haben es dann im Anschluss fürs Free TV, nachdem es einen Shitstorm gab, auch dann diesen einen Part rausgeschnitten. Aber sie sehen sich keiner Schuld bewusst, denn sie sagen Folgendes. Mal verteidigt und eine pragmatische Lösung vorgeschlagen. Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt. Das hat sie aber nicht getan. Auch weird, Digga. Einfach weird. Also stellt euch das einfach nur mal übertragen vor auf einen YouTuber. Stellt euch vor, wirklich, ich würde mit irgendeiner Person drehen und die wird nachher, ich würde mit Maluna drehen, zum ersten Mal so mit Maluna drehen und die wird nachher sowas über mich sagen und ich würde darauf nur kontern, Entschuldigung, Maluna hätte zu jedem Zeitpunkt den Dreh verlassen können. Also wirklich. Digga, einfach wack. Einfach wack. Wirklich. Es ist mir fragwürdig, wie man denken kann, dass das eine sinnvolle Antwort ist. Also Anwälte würden einem sagen, dass das die sinnvolle Antwort ist. Aber ich meine, Anwälte wollen auch nur, dass es rechtlich so, dass man rechtlich so wenig Schuldeingeständnis macht, wie es nur möglich ist. Anwälte sind vielleicht nicht die Besten, um die zu fragen, was eine wirklich gute Antwort ist. Das sind zwei verschiedene Fragestellungen. Okay. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Hier sehen wir noch ein Statement von Jill offensichtlich. Auch zur Verwunderung von Jill selbst. Ich finde es krass, dass es erstmal einen Skandal geben muss, damit sowas rausgeschnitten wird. Und es gab ja auch keine Entschuldigung oder so. Einsicht oder so hat es ja nicht gegeben. Es wurde jetzt einfach rausgeschnitten, als wenn die was irgendwie gewesen. Also eine Art Entschuldigung, ja. Hat RTL dann das hier rausgehauen. Die aktuelle Staffel trifft aus unserer Sicht den angedachten Ton. Der besagte Satz fällt aus dem Rahmen.
Die Folge so als Preview auf RTL Plus zu stellen, war ein Fehler. Hm, noch einmal die App zu dem Sinn, bitte. Nee, wirklich nicht gut. Wirklich nicht gut. So, aber in der Zwischenzeit, und jetzt muss ich ganz kurz was anderes anmachen, da gab es nämlich einen TikTok zu, weil Dieter Bohlen, oh, es ist alles so spannend. Die Antwort von Dieter Bohlen in einem Radio-Interview auf den Diss-Check von Katja, den wir gerade gesehen haben. Es wird weiter beefig, denn es wird Folgendes gesagt. Also die sind auf einem Niveau unterwegs, der ist außerhalb meines Wahrnehmungssektors. Ja. Ich habe das weder gehört, noch ich habe das nur, sag ich mal, gesehen, dass es sowas gibt, aber ich will mir ja nicht den Tag versauen mit sowas, ja. Also du hast noch gar nicht gehört, oder wie? Nee, sowas, also es gibt gewisse Sachen, da habe ich dir ja gesagt, das sind, also es gibt gewisse Personen und gewisse Sachen, das interessiert mich nicht. Also die sind auf einem Niveau unterwegs, der ist außerhalb meines Wahrnehmungssektors, ja. Ja, natürlich, Bro, natürlich. Da ist ein ihr sitzt dann zu viert am Jury-Tisch. Und da ist eine andere von diesem Tisch, die eine immense Reichweite hat, mit Millionen von Aufrufen. Und die schießt gegen dich und die kritisiert dich. Und du weißt auch, dass das für dich unterm Niveau ist. So, ne? Aber du hast ihn nicht angeguckt. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber er weiß, dass es kein hohes Niveau hat. Das weiß er schon, ohne dass er sich das angeguckt hat. Aber er weiß das, wie es ist. Das ist ja klar, natürlich. Digga, das ist so peinlich. Das ist so wack. Bitte sei doch nicht so. Warum denn? Ey, das kann niemand erzählen. Nee, einfach nicht strong. Einfach nicht strong. Sorry, auch für die Nummer. Einfach nicht strong gemacht. Ja. Wie geht's weiter? Und trotzdem ist sie ja deine Jurykollegin, die Katja. Wie ist denn die Stimmung dann so? Also gerade jetzt, wenn die Live-Shows anstehen? Es gibt ja gar keine Stimmung, weil wir das ist ja nicht so, dass man jetzt zusammen telefoniert oder so. Wir haben ja überhaupt keinen Kontakt. Also ich habe, die hat auch, glaube ich, nicht meine Telefonnummer. Also ich glaube nicht, dass ich so doof war, ihr meine Nummer zu geben. Oh. Also rein Prof. Also ein bisschen salty ist er, ne? Ich glaube nicht, dass ich so doof war, ihr meine Nummer zu geben. Das ist schon ein bisschen dissig, ein bisschen salty so. Passionell. Also du, ja, ich meine, wir schließen das Thema ab, du ignorierst das. Die Jury sucht ja RTL aus. Und ja, das ist nicht meine Aufgabe. Ich sitze da als Juror und im RTL sucht da Leute aus, die ich zum Teil auch scheiße finde. Cool. Aber also diese weirde Art zu shooten, aber dann nicht klar zu sagen, ich meine, in dem Kontext zu sagen, RTL sucht da auch Leute aus, die ich ziemlich scheiße finde. Komm, dann sprich Klartext. Dann sag klar, wen du meinst. Es ist ziemlich offensichtlich. Ich meine, es gibt einen Kontext. Aber okay, ich find's ein bisschen eierlos. Und auch ein bisschen wack zu sagen, so, yo, ich weiß davon gar nicht, ich habe mir es gar nicht angeguckt. Also ich weiß, dass es unter meinem Niveau ist, weil ich das einschätzen kann, aber ich habe es mir nicht angeguckt. Natürlich nicht. Klar, Dieter, hast du nicht. Jetzt geht's aber weiter, denn, warte, ich mach mal das TikTok an, was Katja heute gepostet hat. Und jetzt wird's spicy. Ey Leute, ich kann es nicht glauben, dass ich 2023 noch ein Video über so ein Thema machen muss. Es ist unglaublich. Aber bevor wir jetzt zu Dieter kommen, möchte ich noch was zu Jill sagen. Denn die Sache mit Jill, was da passiert ist, ist der Grund, warum dieser Streit überhaupt entstanden ist und warum das so eskaliert ist. Zu Recht. Ich stehe dafür, dass eine Frau machen kann, was sie will. Weil das sind auch die Werte, für die ich kämpfe und stehe. Und ich lasse keine Frau im selben Raum vor mir am selben Tisch Slut-Shame. Und viele sagen ja zu Jill, ja, warum weint sie jetzt erst? Erst jetzt, wo es ausgestrahlt wird. Aber ich zeige euch jetzt... Naja, das Ding ist, du weißt ja gar nicht, wie es aussieht, wenn es noch nicht ausgestrahlt wurde, ne? Das ist eine Nachricht von Jill, die sie mir geschickt hat. Erstens, um sie zu verteidigen und zweitens, um zu zeigen, wer hier wirklich... Also ich würde auch erst an die Öffentlichkeit gehen, wenn das Material draußen ist, weil dann kannst du Dinge belegen und beweisen. Wenn du vorher schon an die Öffentlichkeit gehst, dann weiß RTL ja, oh, wir müssen es so und so schneiden, dass das nicht belegt wird, was sie kritisiert. Wer nicht ehrlich ist und wer hier lügt in der ganzen Sache.
Okay, also Sprachnachricht von Jill Lange vom 12. September. Ich fand die Worte von Dieter gestern echt hart. Das hat mich auch echt verletzt. Habe auch danach geweint, als ich aus dem Raum rausgegangen bin. Aber du hast mich da noch echt gut aufgemuntert. Danke dafür auf jeden Fall. Das ist so krass, wenn ich mir vorstelle, ich würde einen Gast bei mir im Video haben und die weint danach, nachdem sie ein Video mit mir gedreht hat. Das muss doch was mit mir machen. Dass ich sollte dann doch irgendwie reflektieren und sagen, vielleicht mache ich da irgendwas Quatschiges. Vielleicht ist das irgendwie Quatsch. Weird. Jill hat an dem gleichen Tag noch geweint. Und sie hat sich bei mir bedankt, dass ich sie verteidigt habe. Und es war alles. Also um noch kurz die Nachricht von Katja vorzulesen, also was Katja darauf geantwortet hat. Katja schreibt, hey, sorry, ich habe das jetzt erst gesehen, danke für deine lieben Worte. Ja, Dieter ist altes Haus, früher wurden die Männer so falsch erzogen, aber dafür gibt es jetzt solche Frauen wie uns, dass solche Männer Kontra bekommen und die endlich lernen, wie man mit Frauen umgeht. Solange ich in der Jury bin, wird keine Frau geslutshamed. Ich freue mich auf Malle, zieh dich an, wie du willst und sei, wie du willst. Mega cool, mega cool. Ohne Scheiß. Und ich finde, an dieser Stelle muss man auch einfach Katja Props geben. Ich hatte da über das Thema schon mit Ju gesprochen im Podcast. Da habe ich auch schon Katja Props dafür gegeben, dass sie, ne, wo es einfach nur darum ging, was in diesem Casting war. Weil sie da ja schon Gegenwind gegen dieses ganze Framing und Thema, dass das irgendwie, du hast ja mit vielen Männern was gehabt oder so. Das fand ich schon cool. Aber das finde ich jetzt ganz, ganz besonders cool, weil sie sich ganz ehrlich auch mächtige Feinde macht. Das darf man nicht vergessen. Wenn du in der Unterhaltungsbranche bist und gegen Riesen schießt aus der Unterhaltungsbranche oder generell aus was auch immer für eine Branche, dann, also kann das auch sehr negative Folgen für dich haben, weil du gegen große Leute schießt. So, das ist völlig klar. Deswegen habe ich davor auf jeden Fall Respekt. So, Dieter, und jetzt zu dir. So viele Jahre haben alle Juroren und Jurorinnen das in der Sendung mit sich machen lassen. Aber glaub mir, Dieter, in mir hast du die Falsche gefunden. Ich schwör's dir. Genau die Bad Bitch Katja mit ihren freizügigen Outfits ist die, die sich nichts gefallen lässt. Digga, ich finde es schon cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich da schon ein bisschen. Also ich freue mich, dass sie da Konter gibt. Wie viele Juroren und Jurorinnen, die neben dir gesessen haben, mir geschrieben haben? Die haben mir gesagt, danke, dass du das nicht gefallen lässt und dass sie sich nicht getraut haben, damals in der Öffentlichkeit zu sagen, was du mit deren Psyche machst. Die sind mir dankbar, dass ich endlich was sage. Du hast ja in dem Interview, wo du gegen mich gesprochen hast, gesagt, wie scheiße du mich findest. Also du findest mich ja richtig schrecklich. Ja, also man kann schon ziemlich klar sagen, dass er damit Katja gemeint hat. Ich meine, das war der einzige Kontext. Es ging nur um Katja in diesem Interview. Wir haben es gerade gesehen, so, ne? Leute, ich habe hier einen Screenshot. Ich zeige euch einfach mal, wie Dieter Bohlen eigentlich so drauf ist, wenn er jemanden scheiße findet. Digga. Ehre genommen. Ehre genommen. Es ist erstmal ein bisschen unangenehm, weil es so ein Boomer-Art zu schreiben ist bei WhatsApp. Aber ey, das ist überhaupt nicht schlimm, weil Boomer schreiben wie Boomer schreiben. Das ist nicht der wichtige Part an dieser Stelle. Der wichtige Part an dieser Stelle ist, was ist das denn? Was ist das denn, öffentlich zu sagen, ich finde jemanden scheiße, aber dann so jemandem zu zeigen, ja, ich finde dich mega, mega geil, ich würde gerne auf dem Cover sein, mega cool. Digga, nicht cool. Nicht cool. Und dann noch zu sagen, Entschuldigung, und dann noch zu sagen, ich glaube, ich bin nicht so dumm gewesen, dass ich ihr meine Nummer gegeben habe. Im Interview, dass du nicht so dumm warst, mir deine Nummer zu geben. Also wir haben ja überhaupt keinen Kontakt. Also ich habe, die hat auch, glaube ich, nicht meine Telefonnummer. Also ich glaube nicht, dass ich so doof war, ihr meine Nummer zu geben. Und du hast ja eigentlich recht, Dieter, wirklich, das stimmt. Du hast mir deine Nummer nicht gegeben. Du hast einfach intern rumgefragt nach meiner Nummer und sie dir einfach so irgendwo geholt und mir dann bei WhatsApp geschrieben. So war es nämlich. Und Leute, man sieht ja auch in den Chats. Digga! Ui. Ey, das ist auch, also, da merkst du auch, dass ein Dieter nicht weiß, in welchem Jahr der lebt. Der weiß gar nicht, wie das so funktioniert.
Früher ging das. Vor 10, 20 Jahren hätte der es genauso machen können und es wäre kein Problem gewesen. Weil nur die Leute eine Reichweite haben, wo Institutionen bestimmen, dass sie eine Reichweite haben. Das war vor 10, 20 Jahren noch so. Ne? Da, wo große Zeitungen sagen, okay, du darfst eine Reichweite haben, für diesen Augenblick, das gebe ich dir die Reichweite, wenn du das sagen willst. Oder ein Fernsehsender sagt, okay, dafür gebe ich dir diese Reichweite. Aber jetzt ist es anders. Leute haben ihre eigene Reichweite. So eine Jill kann einfach sagen, was eigentlich passiert ist. So eine Katja kann einfach sagen, was abgeht. Schwierig, ne? Dass ich sehr respektvoll gewesen bin, so. Warum auch nicht, wenn jemand mir mit Respekt gegenüberkommt. Er mochte mich ja richtig. Er wollte ja den Kontakt mit mir. Er wollte ja den Song mit mir. Er wollte auch gerne aufs Cover. Er wollte gerne ins Video. Und wieso lügst du dann, dass du mich nicht leiden kannst? Wieso lügst du in der Öffentlichkeit? Stehst du nicht dafür, knallhart ehrlich zu sein? Ist das nicht alles, wofür du stehst? Du nennst mich niveaulos, ich schwör's dir, ich bin gerne niveaulos, wenn du mich so nennst. Also es gibt gewisse Personen, also die sind auf einem Niveau unterwegs, der ist außerhalb meines Wahrnehmungssektors, ja. Im Gegensatz zu dir bin ich mit meinem Plastikkörper echter als du. Warum? Man muss hin und wieder Pause machen, um diesen Burn einfach mal wirken zu lassen. Einfach mal so Salbe auf die verbrannte Stelle geben. Einfach mal einfach mal wirken lassen, was hier passiert. Digga. Weil das Ding ist, das hittet halt so hart, weil es so true ist. Es hittet so hart, weil es so true ist. Sein ganzes Image ist aufgebaut auf diesem Ding von, ja, der nimmt kein Blatt vor den Mund, der ist halt ehrlich. Ist halt ein ehrlicher Typ. Und sie zeigt einfach mal eben, nee, das ist ein ziemlicher Heuchler, der ziemlich viel lügt. Das ist nicht so ein ehrlicher Typ. Der macht halt das, was opportunistisch für ihn gerade am geilsten ist und dem ist alles andere egal. Das ist halt ein neues Framing so, ne? Das ist ein neuer Blickwinkel, den man dann hat. Schwierig. Sichert mich die da überhaupt? Ich meine, der ist doch so ein ehrlicher und cooler Mensch. Er kann mich doch gar nicht leiden. Naja, wahrscheinlich wird es daran liegen, dass ich die krassesten Fans habe und dass ich im Jahr zuvor, im Jahr 2021, die Künstlerin von den Frauen und den Männern war mit den meisten Einsen. Das gefällt Dieter, weil Dieter will eine Eins. Das heißt, selbst wenn Dieter Leute nicht leiden kann, arbeitet er mit ihnen. Hauptsache, er ist erfolgreich. So, und noch was ganz Wichtiges als Schlusswort. Ich greife dich sogar noch nicht mal richtig an, obwohl ich so viele Dinge sagen könnte. Ist auch schon, also ein Move damit abzuschließen, dass du sagst, hey, noch habe ich hier nicht mal richtig ausgepackt. Ich bin auf nichts eingegangen, außer auf deine eigenen Aussagen gegen mich oder andere Frauen. Das sind alles nur Antworten von mir und selbst die nehmen dich schon komplett auseinander, also Hat sie vollkommen recht, ne? Sie hat wirklich ausschließlich geantwortet. Sie hat nicht weitere Themen aufgemacht. Sie hat nur auf die Punkte geantwortet, die er aufgemacht hat. Hätte er die nicht aufgemacht, hätte sie die jetzt auch nicht gesagt. Sie hat nicht einen Move gepult, dass sie gesagt hat, okay, du hast irgendwas gesagt gegen mich, jetzt packe ich mal irgendwelche Sachen aus, sondern sie hat nur geantwortet. Und wie sie sagt, allein damit fickt sie ihn schon ordentlich. Lass mich nicht richtig anfangen. Die Leute sollen einfach nur wissen, wie verachtend du bist und dass du ein Lügner bist. Wir haben uns bis zu den DSDS-Drehs sehr gut verstanden. Du hast dich unnormal gefreut, dass ich in der Jury bin und du wolltest sogar noch mehr Songs mit mir machen. Es gab keinen Grund für dich, solche Beleidigungen gegen eine Kandidatin zu treffen, die zeitgleich auch gegen mich sind und gegen jede Frau da draußen sind. Du weißt ganz genau, wer da neben dir in der Jury sitzt. Du bist der Fehler an der ganzen Sache. Und ich will einfach nur, dass sich keiner von einem Narzissten blenden lässt. Wir sind die neue Generation und wir ändern und wir reden und wir machen den Mund auf. Und keiner, niemand kann uns den Mund verbieten. Und wir werden so lange dafür stehen, bis jeder es rafft, dass es scheißegal ist, mit wie vielen Männern sich eine Frau trifft oder was sie an ihrem Körper machen lässt oder wie viel sie zeigen möchte. Und wenn du darauf nicht klarkommst, dann hast du Pech gehabt. Die geile Nachrichten sind, Katja ist dabei. Katja ist die vierte Jurorin. Damit auch abzuschließen, ist einfach strong. Einfach strong. Einfach abzuschließen mit einem Clip von Dieter Bohlen, wie er Katja abfeiert. Digga. Oh, da muss man sich kurz erholen, ne? Es ist...
Schon gut gefickt. Schon gut gefickt. Ah. Ey, einfach strong. Ich muss Katja nachher mal schreiben, dass ich, also ihr auch das selbst nochmal sagen, dass ich das sehr, sehr strong finde. Und ich finde, das, was sie am Schluss sagt, ne, das finde ich halt auch, das bringt das nochmal auf die Metaebene drauf. Wir sind die neue Generation. Das bringt das nochmal auf eine Metaebene, ne? Weil auch RTL hat hier nicht gerallt, wie Internet funktioniert. Also jemanden scheiße behandeln und das scheiße zusammenschneiden in einem Casting, das funktioniert halt nur so lange, wie die Person keine Reichweite hat und das nicht irgendwie eine Gegendarstellung machen kann. Und das läuft halt heute anders. Und das, also, ist strong. Ist sehr, sehr strong. So, das war diese ganze, Katja-Nummer, Dieter Bohlen-Nummer. Ich finde, ich meine, es gibt kaum was dazu hinzuzufügen, ne? Ich finde es sehr, sehr strong, wie das Katja macht. Ich finde es sehr strong, dass sie, obwohl sie sich damit wirklich Feinde macht, also das sind große Player, denen sie ans Bein pisst. Direkt Dieter Bohlen, aber indirekt auch RTL. Dieter Bohlen ist ziemlich mächtig. Also ich meine, das ist ein sehr reicher, sehr gut vernetzter Dude. So, natürlich hat der Macht. Und den als Feind zu haben, das kann auch Nachteile haben, so. Deswegen umso krasser, dass sie das Maul aufmacht. Ich finde, das zeugt immer sehr von Stärke, dass man ja auch gegen die Leute schießt, die einem das Leben schwerer machen könnten oder so. Finde ich sehr, sehr wichtig.